Und damit willkommen zum Splatoon 2 Muschelchaos Road to S. Da ich jetzt seit einer halben Ewigkeit versuche, in allen Rangkampf-Modi S zu werden und mir Muschelchaos noch fehlt, habe ich mir gedacht, mache ich mal einen Livestream, da ich das seit einer halben Ewigkeit nicht hinbekomme. Ich habe den A-Plus-Rang schon wiederholen müssen. Ich war fast fertig, dann kam der vierte Riss und wupp, war man wieder unten. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einen neuen Push-Versuch zum S-Rang. Einfach live. Vielleicht hilft das aus unerklärlichen Gründen. Was eher seltsam wäre, aber egal. Ich spiele meine Standardausrüstung, also mit Laufgeschwindigkeit, Spezialanzeigen, Füllung und Hauptverbrauch minus. Und den 3 Erschwapper. Ja, ich weiß, Noob, aber... Nee, ich gehe jetzt auf alles. So. Scheint auch live zu funktionieren. Sehr schön. Und dann mal gucken, wie es läuft. Wir spielen auf dem Korallenviertel. 1780 Power und Haludino 333. Ich weiß, dass es leicht ist, eigentlich in Splatoon 2 S zu werden. Ja, habe ich auch relativ schnell in allen drei anderen Modi geschafft. Aber Muschelchaos ist da noch so eine andere Sache. Ich mag Muschelchaos einfach nicht. Ist so, ich komme in diesem Modus nicht zurecht, als ob ich jetzt schon wieder der Einzige bin, der hier lebt. Meine Phrase. So, bisher habe ich noch keinen Riss, aber etwas Power sammeln können. Für... Also etwas Punkte sammeln können für den Rang. So, okay, du nimmst die Muscheln, ist in Ordnung. Denn ich gehe jetzt eh drauf und Squidbagging solltest du unterlassen, Aqua. Nur so als kleinen Tipp. Ja, in Splatoon 1 war es auch noch schwierig. Also ich versuche jetzt auch hauptsächlich S zu werden, um später in S-Plus zu werden und gegebenenfalls auch in meinem Lieblingsmodus Herrschaft Rang X. Aber es klingt halt schon scheiße, wenn man überall S ist, nur halt in Muschelchaos nicht. Und ich habe aber bisher auch noch nicht so viel Rangkampf gespielt. Halt nur so viel, dass ich überall S bin, weil zu mehr konnte ich mich bisher nicht motivieren, weil es dann nach einer Zeit auch immer Gerage bei mir gab. So, und ich weiß, dass meine Spielweise absolut lame ist mit dem 3R-Schwapper, aber das scheiße ich heute einfach mal drauf. Mir geht es jetzt nur darum, mich abzuwenken, und habe ich den echt kein einziges Mal getroffen? Willst du mich gerade verarschen? Alles klar. So, und Muschelchaos ist vor allem so ein zäher Modus. Hier kriegt man kaum KO-Siege hin. Okay, nice Mage. Und alles klar. Der Fokus Profiklexer von denen ist gut. Das musste ich mir merken. Der Modus zieht sich halt so immer so eine halbe Ewigkeit hin. Fixe Runden wären hier mal was Schönes, aber das wird es eher weniger geben. Oh, fuck. Na, da kam der von hinten. Ich gebe mal kurz Tintenrüstung aus. Sehr schön. Und dann kriege ich den auch da... okay. Die Gegner haben zum Glück wieder diesen Strafpunkt draufgekriegt. Das ist richtig nervig bei Muschelchaos, wenn man sich nicht als erster punktet. Aber sei es drum. Ich weiß, dass es schlimmere Waffen gibt, aber 3R-Schwabe ist halt so eine Waffe. Da muss man nicht so wirklich gut aimen können. Man muss halt so ein bisschen was können, das schon, aber... Es ist so eine Waffe, die kann jedermann spielen. Auf mittlerem Niveau. Das ist keine Waffe, für die man jetzt 1000 Jahre Übung braucht. Das ist einfach so, oh fuck. Okay, down. Und Hauptsache, jetzt gibt es nochmal 10 Punkte oben drauf, das ist schön. Ja, Dino, hast schon recht, Ränge sagen nicht so viel aus in Splatoon 2, aber es ist halt schon schön, einen mittleren Rang dann zu erreichen. Wobei ich auch sagen muss, dass gerade mal
12% der Spieler ungefähr den S-Rang erreicht haben. In einzelnen Modi. Da gibt es eine schöne Statistik von Nintendo zu. Und nur 1% wird Rang X erreichen. Weil Rang X ja erst ab S plus 10 ausgegeben wird, sage ich jetzt einfach mal. So, ich def hier gerade ein bisschen. Ich hätte gerne meine Tintenrüstung nochmal, damit ich nochmal offensiver draufgehen kann. Genau das, was der da gerade hat, hätte ich gerne. Sehr schön. Aber die Gegner haben gerade 10 Muscheln. Das ist nicht schön. Sag mal, hast du nichts anderes zu tun als Squidbaggen oder was da los? Soll mir aber recht sein, verschwendet er halt Zeit damit, während die hinten liegen. Gut, 30 Sekunden müssen wir noch überstehen. Dann gehe ich jetzt in den komplett defensiven Modus. Sehr schön. Und jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die in 16 Sekunden nicht mehr dazu kommen, diese Supermuschel auf den Korb zu werfen. Scheiße. Okay, die ist aber weg, die ist aber weg. Wir haben eine Supermuschel. 5. Sehr schön. Und damit ist der Sieg sicher. Sind zwar nur bei 60 Punkten. Wie gesagt, das zieht sich eine halbe Ewigkeit hin, aber haben wir mal machen. 12%, das ist zu viel. In Splatoon 1 waren es in Europa noch 4%, sagt Lino333. Ja klar, es ist mehr als in Splatoon 1. Allerdings muss man auch sagen, dass es hier noch weitergeht als bis S+. Weil hier in Splatoon 2 gibt es ja noch solche wunderschönen Rängen namens S+ 10, S+ 20, S+ 50 und bald auch X. Da wird S überhaupt nichts mehr Besonderes sein. Wenn man dann mal so durchzählt, von den Rängen her, also von C- C, C+, dann haben wir 9 Ränge bis A+, da bin ich ja gerade beim 9. Dann S glatt ist der 10. Und dann sind wir bei S+ 0 oder bringen wir mal S+ 1 bis X. Das ist dann der 10. Rang dann wieder. Das bedeutet, S ist genau der mittlere Rang in Splatoon 2, wenn X rauskommt. Dann ist S glatt der mittlere Rang und S plus 0 auch der mittlere. Weil 10,5. Rang gibt es dann ja sozusagen nicht. Okay, Buckelwalpissi spiele ich nicht ganz so gerne wie das Korallenviertel, weil das kann hier echt nervig werden. Oh, aber perfekt, wir haben einen erfahrenen Spieler bei uns. Das gefällt mir doch. Und Quastos oder Quasten, wie auch immer der Plural davon sein mag, sind ein Muschelchaos. Ich will jetzt nicht sagen, etwas nervig als Gegner, aber doch, das sind sie. Denn die können halt so was von schnell durchrennen. Das ist dann echt nervig. So, Tintenrüstung gegen die Gegner ist immer gut. Und die Schwammraketen da waren gerade gar nicht schlecht gesetzt. Ich würde es bevorzugen, wenn der Typ da drüben sterben würde. Sehr schön. Aber diese Runde hier wird sich auch wieder so eine halbe Ewigkeit hinziehen. Sehr schön. Und hallo Splatman, willkommen. Ich achte jetzt hier in diesem Stream nicht ganz so viel auf den Chat. Einfach da es Rangkampf ist und es hier richtig um was geht. Gut, dass ich Tintenrüstung hatte. Weil Rangkampf ist nicht so eben Standardkampf, wo es beim Verlieren scheißegal ist. Ah, scheiße. Kam die Schwammraketen einen Moment zu spät. Und ja, es kommt hier auf Team Luck an, da hast du auch recht. Wenn ich den Kommentar gerade richtig schnell überflogen habe. Also in korrekter Weise. Oh fuck, der Sniper von denen kann was. Es ist problematisch. Ich bin aber dafür, dass der jetzt mal kurz drauf geht. Oh,
Glück gehabt, schon wieder die Tintenrüstung gehabt. Also, wenn ich der Sniper wäre, wäre ich richtig mad, weil so viele Tintenrüstungen als Gegner zu haben, das ist schon sehr belastend. Sehr schön. Was? Als ob die eine halbe Sekunde vorher da waren. Seems so was von legit. Ist klar. Habe ich auch noch nicht erlebt, dass ich drauf werfe und dann der Körper auf einmal verschwindet. Kann man eindeutig mal machen. Und keinen mehr mitgenommen, schade. Aber wenigstens ein bisschen angehittet, bringt aber nichts mehr, weil meine Mates alle tot waren. Egal. Wir haben noch einen Free Point. Sehr schön, der würde 3 Punkte bringen, wenn wir ihn draufwerfen. Ach stimmt, man kann auch von hier unten direkt draufwerfen. Boah, bin ich blöd, ich will die ganze Zeit über außen gehen. Ist halt so, wenn man diesen Modus hier noch nicht ganz so viel gespielt hat wie die anderen. So. Unser Punkt liegt da vorne noch. Okay. Und das Wichtigste war, dass der hier weggeht, weil Gegner haben zwar einen Rückstand noch. Warte doch verdammt nochmal. Da will man so einem Typen einmal was zupassen und dann bringt das nichts. Weil der wegrennt. Das ist halt das Nervige an Quasten. Hier ein Muschelchaos. So, und hallo. Typ mit den Jetpack. Ich spawntrap dich da mal kurz, wenn das okay ist. Und da ist gerade einer durch, glaube ich. Vom Gegner, ja. Kurz regenerieren. Ah! Und dann ist das der Doppler. Schade. Aber down ist er. Wir sind bei 47. Die Gegner müssen von 90 abbauen. Das heißt, die bräuchten, wenn ich mich jetzt gerade nicht verrechnet habe, 43 Punkte. Das war nicht so gemeint, dass die es jetzt hier nochmal probieren dürften. Aber es ist gut, dass die es gerade gemacht haben, weil die kommen jetzt hier nicht mehr zum Korb. Und der Korb schließt sich jetzt und damit ist das Match vorbei. Sehr schön. Also irgendwie läuft es besser, wenn ich streame. Ich weiß auch nicht, warum. Sonst läuft es im Muschelchaos überhaupt nicht. Muss ich dazu einfach sagen. Quasten als Gegner sind Spasten. Ja, der Spruch stimmt. Da gebe ich dir recht, Batman. Und schöne XP gibt es noch dazu, denn heute bin ich erst Level 48 geworden. Und jetzt habe ich schon ein Drittel der Anzeige gefüllt. Ungefähr. Das ist doch schön. Doch, den Spruch unterschreibe ich, Lino. Eindeutig. Auch wenn das ein bisschen arg eine Beleidigung ist, aber in Muschelchaos gehen mir Quastus-Spieler schon echt auf den Geist. Das muss ich einfach sagen. Vor allem in keinem anderen Modus sieht man so viele Quasten. Don't ask me why, aber es ist so. Nein. Ich habe schon viele Quasto-Spieler gesehen, Lino. Die haben keinen einzigen Kill so ziemlich gehabt am Ende der Runde und sind einfach nur durchgerannt zum Korb. Das sehe ich halt relativ häufig. Wenn ein Quasto-Spieler Skill hat, alles in Ordnung. Aber wenn der jetzt nur Quasto spielt, um zu punkten, dann ist das schon relativ... Nun ja, eigentlich eine gute Taktik, aber nervig als Gegner. Und hallo Jordan. Und eine Airbrush MG würde ich dir nicht empfehlen für Muschelchaos. Oh Gott, die Power der Runde ist aber jetzt über 1800. Wir haben mal wieder den gut... Ein Spieler bei uns. Über 1800. Bisher hatten wir nur... Oder hatten wir bisher 1800? Möglich, keine Ahnung. Jedenfalls ist es jetzt etwa das Niveau, was in
Herrschaft auf dem S-Rang an den Tag gelegt wird. Haben die Gegner zwei Sniper? Nein, ich wollte gerade sagen, wo kommt der Strahl her? So, ich würde sagen, Mates, kommt durch. Wollte ich sagen. Dann hat mich das Zielkonzentrator erwischt. Scheiße. Nein, Splatman. Wenn du Quasto spielst, weil du damit gut bist, alles in Ordnung. Aber wer Quasto spielt, nur um damit abzufacken, das ist schon echt nervig. Vor allem, wenn man die Leute als Teammates hat und das eigene Team komplett scheiße ist, dann hat der Quasto-Spieler sowas von verkackt. Also, ein Quasto zu spielen in Muschelchaos ist immer so eine Sache, die sich zwiegespalten. Lassen wir das Thema einfach. Es ist nicht so eine Waffe ZR und alles stirbt. Ja, die ich gerade spiele, ne? Aber wie gesagt, das ist mir scheißegal, ob das lame ist oder nicht. Ist den anderen wahrscheinlich dann auch, die Quasto spielen. Weil ich möchte einfach gewinnen, S werden und fertig. Normalerweise spiele ich im Muschelchaos auch kein 3R-Schwapper. Sondern eigentlich... Wie hat der mich sehen können? Seems legit. Sondern eigentlich spiele ich hauptsächlich Platscher. Aber naja. Eigentlich ist jede Waffe in Splatoon drückt ZR und stirbt. Fällt mir gerade immer so auf, weil selbst alle Schusswaffen, also drückt einfach nur ZR und die Gegner sterben. Blöd. Okay, wo ist der Sniper? Nicht hier in der Umgebung, oder? Doch, da. Och, Lino. Quatsch. Sidelord, was soll das? Wieso hast du ihn jetzt ausgeblendet? Du kannst das nicht rückgängig machen. Nur so. Das hast du sehr gut gemacht, Jordan. Ich kümmere mich mal kurz darum, wenn ich jetzt eh tot bin. So. Meine Fresse. Bitte blende keine anderen Leute aus. Danke. Was zur Hölle? Wie hat der jetzt so schnell... Die Muscheln bekommen. Hallo, Mates. Gut. Jetzt müssen wir gleich nochmal einen Gegenpush starten. Scheiße. Und hallo, Splatter X2. Und ich kann nicht so viel auf den Chat achten, weil ist Rangkampf. Sorry. Oh. Nein! Zwei Muscheln zu wenig. Scheiße. Aber wir haben noch eine Supermuschel, das ist gut. Mann. Klar, wir haben nur einen 13er Cooldown, die Gegner 14er, aber die haben trotzdem 3 Punkte Führung. Aktuell. Okay, wo war da einer? Lol. Und damit führen wir. Sehr schön, 44. Das können die Gegner kaum noch ausgleichen innerhalb von einer Minute. Vor allem mit ihrem 14er Cooldown. Jetzt kriegen die aber halt einen Free Point. Ja, nehmen sie auch gleich. Hallo, da unten. Und hallo, da oben. Das Wichtigste ist, dass die beiden Punkte jetzt hier verpuffen. Sehr schön. Das sind 40 Punkte, die dadurch weg sind und what the fuck. Leck mich. Meine Fresse, dieser Sniper aus dem Gegnerteam, der nervt echt. So, und jetzt sollte es so ziemlich unmöglich sein, für die Gegner irgendwas zu machen. Wobei, wir haben keine Punkte mehr gemacht. Wir haben keine Punkte gemacht. Ne. Doch, wir haben Punkte gemacht. Sehr schön. Zwar nur minimal, 2 Stück, aber besser als gar nichts. Aber die Gegner haben jetzt halt wieder einen Free Point. Okay, viel Glück dir beim Breath of the Wild Modden. So, der muss weg.
Schnell die Muscheln hier einsammeln, dass wenigstens nicht alle auf den Korb theoretisch kommen könnten. Und jetzt muss schnell den Typen killen. Sehr schön. Oder auch nicht. Wenn die Zeit abläuft. Etwa eine Minute hat man in der Verlängerung nur, ne? Muschelchaos. Aber okay. Und hallo, Just Arda. Willkommen im Stream. Der Sniper aus dem Gegnerteam war gar nicht schlecht, aber der hat seinen Hochdruck vorne ja nie benutzt. Naja, sei es drum. Gibt schön viele Punkte aufs Konto. Nächste Runde. Wenn es so weitergeht, dann haben wir den S-Rang relativ schnell erreicht. Und hallo, Little Brick Bro. Willkommen auch du im Stream. Und mein Freundescode steht in der Beschreibung. Einfach runterscrollen, das ist die dritte beschriebene Zeile. Jo. Freundschaftsanfragen nehme ich aber erst nach dem Stream an, denn das ist Rangkampf und ich möchte jetzt hier nicht raus connecten, denn sonst könnte es nervig werden. So, entweder ja, 4 Siege müssen das noch sein im niedrig gelevelten Niveau oder eben 3 im hochgelevelten, aber ich kann das nicht abschätzen an der Skala da. Machst du, nachdem du den S-Rang erreicht hast, noch was anderes, also Privatkampf oder Standardkampf? Ich muss gucken, je nachdem. Also wenn ich den S-Rang jetzt relativ schnell erreiche, dann machen wir danach noch ein bisschen Standardkampf. Und wenn es sich länger zieht, dann eher nicht. Also ich muss gucken, wie schnell das geht. Und ich spiele privat relativ selten, muss ich sagen, Just Ada, ja. Weil ich level immer ganz gerne ganz normal meine Stufe. Im Standardkampf springe ich ganz gerne mal Leuten von der Freundschaftsliste hinterher, aber so richtig Privatkampf, ja, ab und zu mal nicht so wirklich sehr oft. Naja, Ziel des Streams ist jetzt ja erstmal S zu werden. Und ich bin mit einem anderen der zweithöchst gelevelte in dem Raum. Heißt aber gar nichts, das Level hat hier überhaupt nichts zu sagen. 1077 ist die Power, es ist etwa 50 weniger als vorhin. Okay. Also mal schauen. Ich hatte gerade schon Schiss, dass der hochgelevelte da mit der glitzernden Waffe in einem Gegnerteam ist, aber nee, der ist rausgegangen. Okay. Von mir aus gerne. Aber ich glaube, das ist... Nee, es ist ein anderer Sniper. Der hat keinen Zielkonzentrator. Es ist ein Heldenkonzentrator-Replik. Heißt aber nicht, dass er schlecht sein muss, ne? Ganz im Gegenteil, es nervt jetzt schon hier. What the fuck, stirb doch mal! Was zur Hölle, wie viel hält der aus? Verteidigung gibt's ja nicht mehr als Perk in Splatoon 2. So, einfach mit Instabomb ein bisschen abfacken. Damit der sich ein bisschen verpisst und die Schwarmraketen hier kommen denkbar ungelegen. Okay, sehr schön. Und damit haben wir schon mal sehr gute Punkte gut gemacht. Okay. Mit welcher Capture Card filmst du? Ich habe eine Elgato HD60. Nicht die Spezialvariante, sondern einfach die ganz normale. Ist schon ein bisschen älter, aber funktioniert ja. Wie man eigentlich sehen kann. Ganz gut. Okay, eine Supermuschel down. Die zweite sollte jetzt möglichst schnell folgen. Scheiße, ich bin hier fest in der gegnerischen Tinte und... Nein. Sollte sich da auch verziehen. Hallo Sniper. Gut. Und es war klar, dass der jetzt hier einen Tintenschock zieht. Scheiße. Und damit führen die Gegner doch nicht.
Noch nicht. Jetzt aber gleich. Als ob der jetzt... Hallo, Mates. Och, jetzt geht doch nicht AFK. Diese Mates regen mich immer auf. Jedes Mal. Wieso hat man in jeder Runde... Wo stand der denn da bitte? Lol. Ja klar, Disconnect, aber nach der Zeit, wo man dann strafpunktfrei rausgeht. Das ist richtig geil. Echt. Was Besseres könnte ich mir echt nicht vorstellen. Rippchen. Und auch an dich, Rippchen. Und hallo Führung. Trotz Unterzahl. Okay. Theoretisch könnte man noch gewinnen. Ja, klar, man sollte die Leute killen, bevor sie was reinwerfen. Kann man aber schlecht machen, wenn die da Spezialwaffen spammen. Vorm Korb. Dann stirbt man in der Regel. So, komm, 1,5 Minuten müssen wir noch deffen. Sollte doch machbar sein. Aber ich habe kaum Spezial. Anzeigenladung. Das ist problematisch. Die Tintenrüstung lädt sich auch nicht allzu schnell auf. Sie lädt sich aber auf. Sehr schön. Meine Fresse ist aber auch direkt für die Sniper draufgegangen. Und diese Schwarmraketen aus dem Gegnerteam nerven gerade. Und da wollte ich noch von dem Ding weg. Bin aber nicht mehr weggekommen. Und es kann doch jetzt nicht echt wahr sein, dass wir hier verlieren. Okay, doch nicht. Weil wir ein Disconnect haben. Okay, die haben aber einen 20er Cooldown. Einer ist down. Tintenrüstung, lade ich auf, danke. Und wir haben 24 Muscheln zu dritt. Wohlgemerkt, das ist sehr gut. Und ich stand eigentlich um die Ecke, aber okay. Und yes. In Unterzahl gewonnen, so muss das doch. Und hallo Clash Nico, Hashtag 00, Hashtag willkommen im Stream. Hab dich jetzt erst leider später gesehen, aber hallo an dich. Und mein Freundescode steht, wie Lino da gerade schon geschrieben hat, in der Videobeschreibung. Und Batman auch. Okay. Ja klar, und dann kriegen wir hier so ein Pizzle-Ding dafür, dass wir zu dritt gewonnen haben. Ach Gott, wieso kriegt man nicht einfach die doppelte Punktzahl, wenn man in Unterzahl gewinnt? Das wäre fair. Und Lino, das ist nicht dumm gefragt, sondern die meisten schreiben den Code halt echt nicht in die Videobeschreibung. Deswegen ist schon okay, wenn jemand fragt, oh, ein Level 101er. Juhu. Und ich nehme die Freundschaftsanfragen an, sobald ich leuchtende Waffe, geil. Erstmal abscreenshotten. Ich nehme die Freundschaftsanfragen an, nachdem hier der Rangkampfraum verlassen wird. Weil ansonsten, ja, wäre es halt nicht ganz so ideal. Jetzt schon. Fuck, dieser Winkel, aus dem der mich trifft. Ideal, zwischendurch rauszugehen, wenn es gerade in der Lobby läuft. Da bleibe ich da lieber drinnen. Okay, der wurde schon aufgehalten. Oder auch nicht. Genau deswegen wollte ich jetzt hier hinspringen. Es sind nur noch zwei Gegner da. Die haben zusammen keine Supermuschel. Doch, haben sie. Und meine Fresse, die behalten die Supermuschel auch echt in jeder Situation, ne? Okay, lass ihn kommen. Lass ihn rankommen. Scheiße, Schwarmraketen.
Und no, 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 no. Wir sollten... Ja, endlich ist dieser Wunsch schon mal verpufft. Hat ja nicht eine halbe Ewigkeit gedauert, aber okay. Fuck. Fuck it, aber okay. Mein Mate konnte dadurch die Supermuschel draufwerfen. So, da habe ich mich als Schutzschild einfach hingeworfen. So, übrigens, es bringt nichts, wenn ich jetzt deine Freundschaftsanfrage schon annehmen würde, weil, naja, im Rangkampf mitspielen wäre eher was Ungewöhnliches. Und oh shit, die Gegner haben gerade zwei Supermuscheln. Das gefällt mir nicht so. Nein. Oh, fuck. Als ob der wirklich noch da hinten gekommen ist. Drei Supermuscheln, ja. Wenn es sonst nichts zu tun hast. Tintenrüstung. Jetzt hier schön deffen vorne ist. Eine Supermuschel mehr in die Gegnerhand fällt. Und Mann, nicht genug getroffen. Und hallo, King Marco. Willkommen im Stream und vielen Dank. Noch an dich nochmal die Info. Ich kann jetzt nicht ganz so viel auf den Chat achten, weil es ist Rangkampf und da geht es nur mal ein bisschen, ja, um was. Sag ich jetzt einfach mal. Kriegt mein Mädchen da oben? Ich bezweifle es einfach mal kurz. Gut, das meine ich mit Quasto-Spielern, die zwischendurch mal nerven können, wenn sie einfach durchrennen. Ist halt echt so. So, und du warst leider zu langsam. Sorry. So, kriegt ihr den Mate? Nein, kriegt ihr nicht. Und damit pumpen die Gegner mal wieder. So, also müssen wir jetzt mindestens zwei große Goldfisch... Quatsch, nicht Goldfisch, Muschelpakete bei denen abliefern. So, wir haben aktuell 30 Muscheln, komm. 29 ist okay. Und da oben liegt noch ein Freepoint für uns. Sehr schön. Nein! Meine Fresse! Hätte ich nicht noch einen draufwerfen können? Jetzt liegt es an vier Punkten. Oh nee. Scheiße. Und hallo? Du solltest mal kurz meinen Punkt da nehmen, weil sonst verpufft der. Ja, den habe ich eigentlich nur hingelegt, dass die Gegner mich nicht kommen sehen. So, komm, wir müssen noch ein Super-Ding da drauf werfen. Oh Gott, da kommt von der Seite einer. Ich glaube, es wird die erste Runde, die verloren geht. Schade. Aber trotzdem sehr knapp. Obwohl, wir haben ja noch Verlängerung, wir haben ja noch Verlängerung. Und hier oben liegen keine Muscheln, ne? Nein. Scheiße. Mir fehlt ein Viererpaket. Nein! Und mein Mate wirft daneben. Ich aber nicht! Yes! Das war knapp. Boah, noch eben mit der letzten Supermuschel die vier Punkte, die zum Überholen notwendig waren, gemacht. Alter, war das spannend. 20 Kills, ja moin. Kann man mal machen. Sehr schön. Noch ein, zwei Siege brauchen wir und ich könnte mir theoretisch bis zu 5 Niederlagen leisten. Theoretisch. So, da ich mir aber mal kurz meine Hand abtrocknen muss, nehme ich so lange eben die FAs an. Die Zeit muss auch eben sein.
Einmal und zweimal. Sehr schön. Und ich habe noch zwei Runden. XP-Bonus. Okay. Ich überlege gerade, ob ich hier drüben die Schuhe wechseln soll. Aber Spezialanzeigen Plus ist schon ganz praktisch bei Schild, ne? Deswegen bleibe ich da jetzt einfach mal. Gut, dann zurück in die Rangkampflobby. So, theoretisch hätten wir auch noch 1 Stunde 6 Minuten Zeit, es zu werden. Und ich glaube, das klappt jetzt auch im Stream. Ich hätte von Anfang an streamen sollen. Und ich habe jetzt im Stream noch keine einzige Runde verloren. Das ist auch ganz schön. Und ich nehme alle Freundschaftsanfragen an, aktuell noch. Nico, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Weil ich habe aktuell 120, 130 Freunde auf der Switch und man kann 300 haben. Deswegen, erstmal wird das noch kein Problem sein, die alle anzunehmen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei dem Spiel für den Freewin. Ich glaube, damit wird es absolut kein Problem mehr, es zu werden, weil Muschelchaos kann man 3 gegen 4 nicht gewinnen. Das geht nicht. Na gut, habe ich vorhin auch, aber nicht, wenn man direkt von Anfang an ein Disconnect hat, weil man kann dann eben nur bis zu 30 und nicht 40 Muscheln tragen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei meiner Telefonklingel da, die ich da jetzt nicht ausstellen kann. Das ist ultra geil, die ist auch in jedem Stream dabei. Grüße an dieser Stelle an meine Türklingel. So, und die Gegner stellen sich gar nicht schlecht an. Also, doch, man kann gewinnen, aber es ist halt äußerst schwierig. So, und ich hitte den Gegner auch gerade permanent, also komplett regenerieren wird er sich nicht können. Die haben aber schon eine Supermuschel, dann kümmere ich mich mal kurz um die. Andererseits, der Kalligraf nervt gerade. Hallo. Hallo Trommelschwapper, der mich tatsächlich mitgenommen hat. Aber okay. Und nicht hier kopiert dein Profilbild. Splatman. Das ist einfach eins der Standardprofilbilder, die die meisten benutzen. Wer Splatoon hat, nimmt ja jetzt häufig diesen grünen Inkling. Ist halt einfach so. Ich hasse Robobomben. Die fucken ab. Und das nicht unerheblich. Meine Gegner haben aber auch genau die Waffen, gegen die ich als 3R-Schwapper nicht allzu effektiv spielen kann. Und als ob der mich da erwischt hat. Scheiße. War zu nah dran am Gegner. Aber okay, noch halten wir alles. Die Gegner sind gar nicht scheiße. Eigentlich gut, dass die einen Disconnect hatten, weil sonst hätten wir wahrscheinlich verloren. Tja. Wenn die Nintendo-Server halt auf der eigenen Seite stehen. Da bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal, aber ärgerlich für den Typen, der disconnected ist, natürlich. Lässt sich jetzt aber auch nichts machen. Kann man den Danken entgegennehmen oder sich beschweren? Ich nehme es dann eher lieber entgegen. So, und ich habe das Gefühl, dass es eine Ewigkeit dauern wird, bis wir hier endlich mal punkten. Weil die Gegner halten das so gut. Okay, jetzt ist einer down. Und Jetpack ist kacke. Das war sehr intelligent von mir. Man wirft auf L, nicht auf R. Habe ich jetzt gerade selber festgestellt. Wenn man da Bomben drauf wirft, bringt das ehrlich gesagt gar nichts. Das war sehr intelligent. Meine Fresse, Range-Waffen sind echt nervig. Als 3R-Schwapper. Gut, das Jetpack verliert aber gleich. Seine super Muschel und what the fuck? Als ob ich da keinen einzigen mitgenommen habe. Also die Gegner sind zäh, das muss man denen lassen. Die spielen echt gut.
Und hallo, Nick, der coole YouTuber, irgendwas. Scheiße, ich kann den Namen jetzt nicht lesen. Danke, Chat. Jetzt bin ich schon wieder wegen dem Chat down. Egal. Auf jeden Fall, hallo an dich, Nick. Sagen wir es einfach so in Kurzform. Meine Fresse, entweder ich bin diese Runde extrem scheiße, was ich nicht ausschließen möchte, oder meine Gegner sind halt scheiße, was eher seltsam wäre. Meine Mates, nicht meine Gegner. Meine Gegner sind tatsächlich gut. Und meine Fresse, dieses Jetpack von dem Kalligrafen nervt. Wo ist der? Da. Okay. So, nochmal ein paar Punkte gemacht. Und damit könnte der Sieg beschlossen sein. Muss aber nicht unbedingt, denn zwei Supermuscheln könnten das Ganze halt wieder regeln beim Gegner. Zwei, wohlgemerkt, nicht eine. Oder halt fünf normale Muscheln noch dazu. Die haben aber nur vier. Okay, jetzt sechs, jetzt können es wieder gefährlich werden. Und damit war es entschieden. Eigentlich. Wollte ich sagen. Ich dachte, wenn der eigene Korb auf ist, dann gibt es keine Verlängerung. Aber okay. Und hallo, Hashtag Profi. Willkommen. Bitte keine Werbung machen. Dankeschön, King Marco. Sehr freundlich von dir, dass du damit aufhörst. Yes, und damit haben wir den S-Rang. Sehr schön, dann mache ich jetzt noch... Mein Gott, ihr müsst mich nicht nach Grüßen fragen, ich sag zu jedem Hallo. So, und weil wir jetzt S sind, und das heißt, dass ich in jedem Modus aktuell S bin... Kleinen Moment... Ändere ich mal kurz den Streamtitel zu Standardkampf plus Muschelchaos Road to S. Und ich gehe jetzt in den Standardkampf und wir können noch ein bisschen entspannt im Standardkampf spielen. Und ich bleibe jetzt einfach mal bei meiner normalen Ausrüstung. Und der Stream wird jetzt noch so ungefähr, ja, so Viertelstunde gehen. Dass der bei etwa einer Stunde ist. Wir sind gerade bei etwa einer Dreiviertelstunde. Jo. Ich finde immer diese 1-Stunden-Streams am entspanntesten. Also wer mitspielen möchte, kann jetzt einfach nachjoinen. Sorry, kannst du heute 18.30 Uhr MK8 auf der Wii U spielen? Das weiß ich noch nicht. Je nachdem. Auf jeden Fall muss ich heute noch eine Folge Mario Kart Online Mix aufnehmen. Das wird heute allerdings Mario Kart Wii Custom Tracks Worldwide sein. Wer jetzt mitspielen möchte, kann gerne nachjoinen. Und ja, dann mal gucken, ob ich noch Mario Kart 8 spielen kann. Die Wii U hätte ich theoretisch hier. Ah, und Dino kommt gerade online. Sehr schön. So, auch an die beiden, wo ich die gerade geedet habe. Dieser Satz war seltsam gerade. Die können dann auch einfach gerne nachjoinen. Einfach zum Abschluss, jetzt nach dem etwas anstrengenderen... Was macht der da? Okay. Das ist eben etwas anstrengenderen Rangkampf. Eine Runde. Standardkampf. Das kann man doch immer mal ganz gut machen. So, und weil mich Robo-Bomben selber abfacken, werfe ich die eben auf Gegner. Das ist eine ganz gute Taktik. Und die haben jetzt aktuell Tintenrüstung. Das heißt, da gehe ich jetzt nicht hin zum Dynaroller. Das wäre Selbstmord. Die haben zwei Dynaroller, Tesla. Alles klar. Kann man mal machen. Matchmaking ist mal wieder on point.
So, und jetzt einfach hier hinten noch ein bisschen färben. Das ist das Wichtigste an der Sache. Und auf Kills muss ich hier nicht unbedingt gehen. Es ist Standardkampf, da geht es nur ums Färben. Sieht man auch an meinem Spielstil. Ich gehe halt wirklich fast nur auf Färben. Auch wenn mich die Gegner immer killen wollen. Tja. Wenn die ihre Zeit damit verschwenden wollen. Wobei, verschwenden ist falsch gesagt. Häufig schaffen die das auch, aber... Naja. Ich bleibe bei meiner altbekannten Taktik. Renn rein, mach Punkte, stirb. Und wenn ich dann zwischendurch mal einen erledige, ist auch schön. Aber nicht unbedingt eine Pflicht und ich war außerhalb seines Strahls. Haha, Lappen. Dieser Laserpunkt oder diese Laserlinie bei Snipern, die ist echt immer sehr ungenau. Wenn man die bei Gegnern sieht. Ich war zwar daneben, aber trotzdem bin ich getötet worden, also. Oh, sollte man sich nicht beschweren, es ist einfach so. Und hallo Dynaroller. Du nervst. Und der Sniper von denen ist gut, merke ich gerade, weil der killt hier einige. Und der hat eine Sakitonne, ne? Ne, normale Klecks fliegen. Okay. Und hallo an Lukas Blätz und so weiter. Den Namen möchte ich ja nicht mehr komplett aussprechen, weil es beim Vorlesen nervig ist und als ob der mich jetzt da noch mit seinem letzten Schuss da gekillt hat. Und als ob meine... Och, Mates! Lasst euch doch nicht immer in den letzten Sekunden überrumpeln und geht auch in den letzten Sekunden nicht auf Kills, sondern färbt. Die Runde ist deswegen verloren. Juhu! Und bei diesem Squidbagger drin, alles klar. Squid Partys habe ich bisher in Splatoon 2 auch so noch nicht gesehen. Muss ich ehrlich sagen. Mann, ich habe schon wieder die meisten Punkte. Ein paar Kills. Sogar 5 Spezialeinsätze oder was das da gerade waren. Aber trotzdem verloren. Oh man. Nee, ich glaube, es liegt aber am Peer-to-Peer-Sniper haben immer recht. Wenn die dich snipern, glaubt das Spiel denen. Ja, das ist halt so. Es ist auch so, wenn ich einen Gegner eliminiere und der gerade um die Ecke schwimmt, ist er bei ihm auch tot, obwohl er da eventuell schon um die Ecke geschwommen ist. Das ist einfach so. Das ist halt die Tick-Rate-Regel-Gedöns da bei Splatoon 2. Kann man nichts gegen machen. Aber ist auch im Endeffekt egal. Zarek, magst du Mr. Feuerstachels? Habe ich damals mal ein bisschen geguckt, aber nicht wirklich lange und aktiv. Also, geht so. Was ich von ihm damals gesehen habe bei Splatoon 1, dann habe ich auch aufgehört, ihn zu schauen. Ja, ganz unterhaltsam kann man mal machen. Verfolge ich aber nicht mehr aktiv. Und diese Seitenwege hier sind so was von ultra wichtig. Da kriegst du nämlich 100 Free Points so in der Summe. Wenn diese Seitenwege nicht einfällt, bist du selber schuld. So, ist unser Mate gerade ernsthaft an Schaumraketen gestorben? Okay. Kann man mal machen. Oh, meine Fresse. Natürlich ist der Sniper wieder im Gegnerteam. Dem sollte ich jetzt aus dem Weg gehen, eindeutig. Und der Klecks-Splatling da auch. Und hallo, GG Summer TV. Willkommen im Stream. Schwarmraketen eben ausweichen. Und mit Tintenschauer drauf gehen. Ich habe ihn 4-mal erwischt. Eigentlich hätte er down sein müssen. Aber ich hinterfrag das an dieser Stelle einfach mal nicht. What the fuck? Klar, ich war gerade noch alleine am Leben, aber dennoch, wieso lasst ihr euch so überrumpeln? Meine Fresse, jetzt sind die Gegner, aber... Gerade nur noch allein am Leben.
Also ein sehr ausgeglichenes Match aktuell noch. Und solange die Sniper lebt, wage ich mich da nicht so sehr nach vorne, weil die erwischt mich gleich eh. So, und solange man Sniper in Bewegung hält, passt das. Und hallo Shy Guy und Creepypasta.avi, willkommen im Stream. So, derzeit halten wir es noch wieder. Und meine Fresse, diese Klecksplättling, die ist echt aggressiv drauf. Das muss man schon sagen, aber jetzt muss sie sich da runter bewegen. Und perfekt. Direkt in den Gegner so reingelaufen. Wollen wir spielen in der Lobby? Nimm mal gleich meine FC an. Das heißt eigentlich FA, Freundschaftsanfrage, aber ja. Ich nehme dich dann gleich gerne an. What the fuck? Habe ich ihn nochmal erwischt, aber okay. Ihr könnt mir einfach gleich gerne nachjoinen. Wenn ihr... Sehr schön geworden. Wenn ihr mich in der Freundschaftsliste habt, dafür bin ich ja im Standardkampf und nicht mehr im Rangkampf, wo ich zum Glück dann S wurde. Und meine Fresse, diese Klecksbrechung aus dem Gegnerteam ist echt gut. So, dann gehe ich einmal kurz hier aus diesem Raum raus, nehme die FA an und hau mir dann nochmal einen Coupon rein. Und dieses Profilbild zu dem Namen. Passend. Äußerst passend. So, was nehme ich denn für einen Coupon? Ich bin ja nochmal für einen 1,5er XP-Coupon. Die kann ich jetzt erstmal schön weghauen. Auch wenn ich 10x2 habe und nur noch 2x 1,5er, aber okay. Jo, ich join dir nach, Lino. Lino, da. Und bitte keine Werbung im Chat. Vielen Dank dafür. Und jetzt kommen gerade die Freundschaftsanfragen alle rein. Okay. Jetzt muss ich aber 3 Minuten warten. Das ist relativ langweilig im Stream. Muss ich ganz ehrlich sagen. Insbesondere, wenn man dann Fehler bei der Datenübertragung hat. Aber okay. Deswegen gehe ich jetzt nochmal in den normalen Standardkampfraum. Da könnt ihr mir nochmal nachjoinen, weil ich ja gerade auch einige FAs angenommen habe. Da müsst ihr da auch nicht 3 Minuten warten. Das ist dann sonst relativ nervig. Natürlich ist der Raum instant voll. Ist klar. Aber wirklich instant. Und tschüss, Splatman. Dann wünsche ich dir noch eine gute Nacht, obwohl es jetzt Mittag ist. Kann man aber, denke ich mal, machen. So, die Moluskelbude ist mir als Map ein bisschen lieber als der Halbertafen, denn hier kann ich mit meinem Tinnenschauer ein bisschen mehr regeln. Als ob der sich da so perfekt rumschlängelt. Seems legit. Und das hier ist gerade ganz schön knapp. Und ich weiß auch nicht, was der da gerade gemacht hat. Der ist da gerade einfach runtergerollt. Kann man eindeutig mal machen, habe ich auch nichts dagegen. Aber okay. Diese Granate war natürlich perfekt geworfen.
Und wenn dann halt zwei Gegner da sind, die einen von beiden Seiten anhitten, dann kann man so ziemlich gar nichts mehr machen. Das ist einfach so. So. Dann zeig mal an. Die haben da hinten wieder diese Zone übernommen. Das gefällt mir nicht ganz so. Und da ist der Roller. Guten Abend. So, den Sniper erreiche ich von hier aus nicht, ne? Nee, leider nicht. Müsste ich theoretisch näher ran, aber bei Snipern bin ich da immer vorsichtig. Shit. Diese Klecksdoppel sind ganz schön gefährlich, wenn man da nah rankommt. Und die eliminieren uns da gerade auch in der Map-Mitte. So, jetzt wäre es ganz gut, wenn ich... meine Spezialattacke nochmal bekommen könnte. Was heißt Spezialattacke? Das ist eigentlich keine Attacke, das ist mehr was zum Färben, aber okay, ihr wisst, was ich meine. Und Just Ada, ich nehme deine Freundschaftsfrage gerne gleich an, allerdings nicht mitten in einer Runde. Das sollte eigentlich klar sein. Hoffe ich zumindest mal. So, meine Fresse. Die Gegner halten uns hier gerade ganz schön gut in der Mitte auf und meine Mates lassen sich auch permanent erledigen. Ich mich dann aber auch. Wenn dann halt von drei Seiten ein Sniper, ein Doppler und eine Haftbombe kommen. Das ist dann eher suboptimal. Und hallo, Pogba06Dub. Hoffentlich war dieser Name richtig ausgesprochen. Willkommen im Stream. Habe ich jetzt erst gesehen. Sorry. Ist halt bei Splatoon so, da kann man relativ selten auf dem Chat in den Runden achten, aber dafür sind ja die Pausen ganz praktisch. Können wir gleich mal Privatkampf machen? Ich überlege, Privatkampf könnte man machen, aber... Vorteil wäre, da könnte dann jeder reinjoinen immer. Und man könnte mehrere Modi spielen. Nachteil wäre, man levelt nicht. Muss ich mal überlegen, aber da jetzt schon einer nachgejoint ist... werde ich dann erstmal hier noch im Standardkampf bleiben. Und da wir sie eh schon bei 57 Minuten sind, das Stream für eine Stunde angesetzt ist... natürlich ist das jetzt schon ein Fehler bei der Datenübertragung. Natürlich dauert das nur so kurz. So, dann versuche ich mal kurz Leuten nachzujoinen. Mal gucken, ob das klappt. Ja, bin drin, bringt gar nichts, GG Summer TV, weil ich bin ja rausconnected. Und natürlich beginnt genau in diesem Moment die Runde. Meine Fresse, ich habe echt immer Glück, was Standardkampf nachjoinen anbelangt. Mann, es nervt. Und wieso bekomme ich schon noch wenigsten Sekunden immer ein Disconnect? Das ist schlimm. Habe ich wegen Stardust auch am 28. Zeit. 28. ist übermorgen, das ist der Mittwoch. Nein, da habe ich keine Zeit. Da muss ich hier enttäuschen, John. Da ist das Problem. Mein Voice-Code steht in der Beschreibung. Da ist das Problem, dass ich an dem Tag mit meiner Familie kegeln bin. Deswegen wird das nichts. Ja, jetzt soll ich Luca nicht nachjoinen. Also ihr könnt euch auch nicht entscheiden, wen ich nachjoinen soll, ne? Ich join jetzt einfach Lino nach, dann warte ich da und gut ist. Dann haben wir es, dann nehme ich auch gleich keine Freundschaftsanfragen mehr an, sondern bleibe einfach noch für drei entspannte Runden in diesem Raum. Und hallo GG Maxi BRW, willkommen im Stream. Am 29. kann man abends gratis spielen, interessiert mich relativ wenig, da ich abends nicht mag. Mir gefällt das einfach echt nicht. Und wieso gibt es keine praktische Zuschauerfunktion, wo man einfach noch, ja, zuschauen kann, während man wartet? Das wäre ganz geil. Könnte ich da nochmal einführen. Aber ich glaube, das machen die erstmal noch nicht.
So, das ist ein sehr spannender Wartescreen auf jeden Fall. Macht im Stream sicher richtig Spaß zuzugucken, aber okay. Kann man halt nichts machen. Eine Minute ist halt noch. Wobei einem beim Warten halt so eine Minute wie eine halbe Ewigkeit vorkommt und beim Spielen ist eine Minute gar nichts. Das ist immer so komisch. Und nein, danach mache ich nicht privat, sondern ich mache jetzt einfach noch drei Runden Standardkampf. Ganz entspannt, weil der Stream war eigentlich für eine Stunde angesetzt. Wir haben jetzt schon eine Stunde. Ja, aber da so viele jetzt noch eine Runde mitspielen möchten, join ich jetzt nach. Und dann spiele ich noch drei Runden in dieser Lobby. Und dann beende ich den Stream, weil, ja. Der Stream war eigentlich so lange angesetzt, bis ich im Muschelchaos S werde. Da war der Stream für eine Stunde angesetzt und jetzt ist er für eine Stunde plus drei Runden angesetzt. Kann man immer gerne verlängern, aber okay. Und hallo Gaming G Mod TV, willkommen im Stream. So, und damit ist die Runde zu Ende und man kann joinen. Sehr schön. Diese Ergebnisanzeige dauert aber ganz schön lange. Bitte warten. Gut. Das ist aber ein relativ hochgelevelter Raum, fällt mir gerade mal so auf. Na gut, das ist Lean, und dem ich nachgesprungen bin, der Level 89 ist. Ein Level 97er haben wir drin, ein paar 60er, ein paar 50er. Ja, Atri ist auch drin, sehr schön. Und Luca SP auch. Passt, sind wir schon mal vier Leute von uns. Wenn du mitspielen möchte, einfach nachjoinen. Und hallo Julian Fuchs, willkommen im Stream. So, wir spielen zwei gegen zwei von den Stream-Leuten her. Ein Gegnerteam ist ein bisschen viel auf Nahkampf gesetzt worden, außer halt die Splatling. Zwei normale Klicks, Doppler, ich weiß, das eine sind Helden-Doppler, aber die spielen sich ja genauso. Und ein Disperser. Okay, der Disperser könnte Ärger bereiten. Und diese gegnerische Farbe, die ist ganz fresh. Und da kamen ein bisschen arg viele Schwarmraketen, mag ich einfach mal so zu behaupten. Egal. Runde beginnt ja gerade erst. Und das Wichtigste ist, dass ich meine... Meine Fresse. Splatlings nerven echt. Und da komme ich schon in den nächsten Schwarmraketen. Seems legit, dass ich meine Regenwolke noch abschicken konnte. Gut, und dann habe ich ihn wenigstens noch mitgenommen. Eigentlich ein Wunder, dass ich einen Disperser mitnehmen konnte auf Nahkampf. Aber okay, nehme ich gerne mit. Meine Fresse, jetzt färbt da oben nicht alles um, das sind unsere Punkte. Danke. Okay, und unser Sniper ist kompetent, das gefällt mir. Sepiator macht mobil. Und meine Fresse, jetzt hört mal mit euren scheiß Schwarmraketen hier langsam auf. Wie viele Gegner haben denn Schwarmraketen? Zwei, die beiden Doppler. Sonst eigentlich keine, aber die kommen dafür relativ häufig runter. Wir besiegen sie auch kaum. Das ist das Problem. Und Splatlings sind halt so eine Sache. Und hallo Angela, willkommen im Stream. So, von der Punkte her läuft es bei mir gerade aber auch nicht so wirklich gut. Hallo Lino da oben. Als ob er da so schnell rüber ist. Klar. Meine Fresse, ich muss jetzt schnell mal kurz meine Regenwolke hier vollkriegen. Sehr schön, denn... Oh shit, direkt in den Disperser rein, da hat man keine Chance mehr. Damit wollte ich jetzt eigentlich die Typen da vom Dach runterholen, aber das ist ein bisschen viel Pink hier gerade bei uns. Ist auch super Matchmaking, ne?
Wir kriegen drei normale Schusswaffen und die Gegner kriegen nur eine normale Schusswaffe. Naja, ich beschwere mich beim Matchmaking nicht und nerv nicht da unten mit deinen Insta-Bomben. So, und wer in den letzten Sekunden auf Kills geht, ist eigentlich komplett bescheuert. Weil der sollte eigentlich erkennen, dass es in den letzten Sekunden nur um Punkte geht. Wobei, hier ist es ja relativ eindeutig. Wobei meine Robo-Bombe ihn eigentlich noch aneben hätte müssen. Tja, war halt ein Zentimeter neben der Range. So, Matchmaking, bitte sei nächste Runde fairer und ich wechsle einmal kurz die Waffe. Ich will gerade, welche ich nehme. Wir haben... ja, eigentlich Maps, wo Range ganz entscheidend ist. Deswegen nehme ich einfach mal einen Platscher. Habe ich auch Schwammraketen zum Abfacken. Als ob er jetzt einen Blaster nimmt. Alles klar, kann man gleich auch nochmal machen. Ja, mit Turbo-Blaster spiele ich ja auch ganz gerne, aber mit allen anderen Blastern eher nicht. Das gilt auch für Turbo-Blaster Plus. Den Turbo-Blaster Plus mag ich auch nicht. Als ob ihr schon wieder im Gegnerteam seid. Sag mal, ist das euer Ernst, Matchmaking hier? Wir haben wieder beide Doppler im Gegnerteam. Och Gott, dieses Matchmaking ist zum Kotzen. Wenn man Leuten nachspringt, die auf der Freundschaftsliste sind, wieso kann man da nicht einstellen, ob man im Gegnerteam sein möchte oder im gleichen? Das wäre ja sonst noch halbwegs in Ordnung, ne? Und meine Fresse, diese Schwarmraketen. Fuck mal sowas von ab. Egal. Hallo Lino, du solltest da mal rausgehen. Ganz schnell. So, und diese Sepia-Nebel da, wie sie heißen. Die Freundschaftsanfrage kann ich gerne gleich annehmen. Allerdings dann erst nach dem Stream, da ich jetzt nicht mehr rausgehen möchte, da es sonst wieder eine halbe Ewigkeit dauert, bis man nachjoint. Also sorry an der Stelle dafür, aber Freundschaftsanfrage annehmen erst nachher. Mann, ich hätte den Hotofreundreiniger da drüben aneben sollen. Erst zu spät gesehen, dass der einen hatte. Und hallo Doppler da unten. Na gut, er hat mit seinem Blaster halt auch einen Sepia-Nebel. Deswegen springe ich mal gerade zurück, weil da unten wäre ich gerade geliefert gewesen. Und er hat einen Tintenschock, ne? Wenn er einen normalen Blaster spielt. Und das war ganz schön knapp. Och Gott. Wir sind eigentlich immer die guten Sniper im Gegnerteam. Und immer ausschließlich Lappensniper im eigenen Team. Meine Fresse, diese Sepia-Nebel nerven ja echt. Aber er trifft mich gerade zum Glück nicht. Oh, der ist down. Halleluja. Auch mal eine schöne Meldung. Dann sage ich einfach mal Hallo Schwarmraketen zu euch. Und oh Gott, diese... Dinger sind echt zum Kotzen. Diese Sepia-Nebel, die kommen halt kaum raus und dann hat Dino halt auch ein leichtes Spiel. Weil wenn man halt lahmarschig ist gegen den Sniper, da ja, hat der genüsslich Zeit zu aimen. So. Sehr schön. Jetzt haben wir nochmal kurz Zeit, das Match hier zu drehen komplett. Denn die Gegner waren allesamt kurzzeitig down. Und ich glaube, das wird nichts mehr. Naja, dafür war ich ja auf der falschen Seite, ne? Nee, doch nicht. Sogar um knapp 10%. What the fuck? So eindeutig fühlte sich das gar nicht an.
Seit wann streame ich schon? Seit 1 Stunde und 9 Minuten. Das kann ich hier genau sagen, das steht nämlich da oben an meinem Streaming-Dashboard. So, und weil es ja die letzte Runde ist, komm, kann man sich nochmal komplett blamieren. Sniper! Das wird lustig. Naja, für euch lustig. Ich kann nicht snipern, an alle, die es noch nicht wissen. Und ja, Angela, wie gesagt, ich nehme deinen Freundschaftsanfall gerne an, aber erst nach der Runde jetzt. Weil dann hört der Stream auf und ich möchte hier nicht schon wieder rausgehen. Weil es ansonsten wieder zu einem Disconnect kommt und ich wieder 5 Minuten gefühlt, sind dann nur 3 Minuten, warten muss, bis ich wieder bei den Leuten hier reinkomme. Deswegen jetzt gerade nicht, später gerne. Ich merke es schon, Angela, ich gehe doch die ganze Zeit auf deine Fragen ein. Das sollte man eigentlich hören. Okay, wenn Luca noch schlimmer ist als Sniper, hoffe ich mal, dass Luca auch einen Sniper genommen hat. Das wird dann lustig. Hoffentlich kommt er an der Halbothafen dran, denn dann kann man wenigstens mit der Sniper gut färben. Aber das wird gleich eine Blamage over 9000 werden. Nach der Runde höre ich auf mit dem Stream. Das hast du schon richtig erfasst, Angela. Denn der Stream war ursprünglich so lange angesetzt, bis ich es werde. Das war vor einer halben Stunde. Dann war er für eine Stunde angesetzt und dann für 1 Stunde plus 3 Runden. Ja, und die 1 Stunde plus 3 Runden sind gleich rum. Und ich verlängere ihn nicht noch zum 4. Mal. Na, zum 3. Mal verlängern. Die Zeit zum 4. Mal anders machen. Das Abenteuer Bowser Remake ist unnötig. Kann man so sehen, John. Muss man aber nicht. Und hallo, Noah Lade. Willkommen im Stream. Ein Tentatec-Klexer. Hat Luca, okay. Und würde jetzt mal bitte eine weitere Person joinen, weil das nervt hier gerade. Ich überlege gerade, habe ich gerade schon gesagt, hallo Noah Lade? Bringt mich gerade durcheinander, das ganze Gewarte, aber... Naja, streamst du heute noch einmal? Nein. Heute nicht mehr. Heute Nachmittag kommt dann der Extra-Part Splatoon 2 Singleplayer online, damit ist das Projekt dann abgeschlossen. Und ja, ich muss mir noch überlegen, was ich als neues Projekt heute oder beziehungsweise morgen starte oder übermorgen. Könnt ihr mal gerne in den Chat schreiben, was für Let's Play-Wünsche habt ihr denn? Weil mir fällt gerade nichts ein. Super Mario Galaxy 2 zu starten wäre dämlich, weil Super Mario Galaxy 1 noch läuft. 3D Marios sind dann generell unpassend. Mario Kart Online Mix läuft ja, das kommt morgen. Vielleicht könnte man ein normales Mario Kart Projekt nebenbei laufen lassen. Wer kauft sich bitte ein Remake von einem DS-Spiel, das auf dem 3DS verfügbar ist? Gute Frage. Jordan, echt gute Frage. Viele Leute, die das Original nicht gespielt haben, zum Beispiel. Der Timer geht immer wieder hoch. Das fuckt mich gerade extrem ab. Dabei ist es schon 13.33 Uhr. Mario Kart 8 Deluxe habe ich schon komplett Let's Play. GG Summer TV. Und Mario Kart Wii ist ja mit integriert in Mario Kart Online Mix. Mario Kart Double Dash könnte man theoretisch starten. Super Mario Kart Kappa. Oder einfach einen klassischen Jump'n'Run, so wie Super Mario World einfach. Oder was weiß ich, New Super Mario Bros. U. Kann man auch machen. Eine Stunde später. Das ist wohl wahr. Das fuckt gerade ab. Wie lange warten wir jetzt hier schon? 3 Minuten? Oh, nice. Ist einer rausgegangen. Das ist ja noch besser. Gleich bei einer Sekunde joint einer rein wieder und wir dürfen wieder 120 Sekunden warten, ne?
Kaizo Mario World. Das könnte man auch machen. Und Hallo Pokémaster HD. Ja, auf Kaizo Mario hätte ich tatsächlich auch mal Bock. Ohne Save States. Zumindest die ersten drei Level. Die kriege ich noch ohne Save States hin. Danach wird's. Nee. Danach tue ich mir jetzt nicht an. Wobei das Geisterhaus geht auch noch klar, aber da ist ja der Hauptaspekt auch auf Rätseln. Und es ist ein bisschen nervig, wenn man dann später da verkackt. Also Kaizo Mario könnte man tatsächlich machen, aber wäre vielleicht ein bisschen, nun ja, seltsam, das plötzlich so zu starten. Und weil es jetzt nichts mehr geworden ist, gehe ich jetzt einmal noch in Standardkampf rein und dann mal gucken. New Super Mario Bros., das für ein DS. Ja klar, und die Lobby ist direkt voll. Könnte man sich... Ja, boah, dieses Matchmaking. Könnte man sich auch überlegen. Ja, für Wii U habe ich ja gerade auch gesagt. New Super Mario Bros. U. Das könnte ich dann tatsächlich mal machen. Und hallo Janni SG. Willkommen. Und das hier wird jetzt einfach die letzte Runde werden. Ja, die Anfrage nehme ich gleich an. Keine Sorge. Brauchst nicht in den Chat zu spammen. Denn dann nochmal eine halbe Ewigkeit warten, habe ich echt keinen Bock drauf. Nämlich, das ist einfach so Abschlussrunde. Ihr könnt euch noch ein bisschen über meine Sniper-Skills amüsieren. Und dann passt das. Hoffentlich. Meine Fresse, wo war denn der Gegner noch? Alles klar. Nicht mehr gesehen. Und der Typ ist gerade über meine Sniper drüber gesprungen. Das fand ich sehr nett. Also, ich und Sniper geht echt nicht zusammen. Das sieht man hier, glaube ich, auch. NSMBU ist relativ leicht. Da hat John schon recht. Aber dennoch könnte man das machen. Vielleicht mit irgendwas verbunden, aber... Mal gucken. Und nein, ich lasse mich von dir nicht erledigen. Ich will als Sniper hier nicht sterben. Auch wenn ich dafür eine halbe Ewigkeit immer zurückspringen muss. In der Regel gehen diese Runden hier mit 0 Kills aus. Das ist der Standard. Aber sei es drum. Ich färb wenigstens. So, mit Hochdruck von Raniga könnte ich tatsächlich einen killen. Vielleicht nicht da in der Mitte. Er auch nicht. Also noch schlechter als ich kann man nicht sein, weil weniger als 0 Kills geht nicht. Ne, Luca? Das macht wenig Sinn. Meine Fresse, ich möchte wenigstens einen treffen. Nein! Der war so schön nah. Yes! Gut. Jetzt fühle ich mich wieder gut. Ich habe nicht komplett versagt als Sniper. Nur zur Hälfte. Und noch ein zweiter Kill. Sehr schön. Nehme ich doch alles gerne mit. Nein! Und dann kam von hinten einfach ein Roller und hat mich überrollt. Boah. Kann man auch machen. Sniper geht auch nur richtig mit Bewegungssteuerung. Na gut, ich komme mit Bewegungssteuerung absolut nicht klar. Dann ist es kein Wunder, dass ich nicht snipern kann. Sagte er und hat noch jemanden gekillt. Nice! So, und das ist noch gewonnen. Juhu! Tja, wie gesagt, geht in den letzten Sekunden nicht auf Kills, wie der Roller das versucht hatte, sondern versucht einfach noch einzufärben, was die meisten aber nicht kapieren. So, 3 Kills. Das ist in Ordnung, würde ich mal sagen. Gut, dann nehme ich noch eben raus, nehme die Freundschaftsanfrage an und damit erkläre ich diesen Stream für beendet. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben und im Chat aktiv waren und euer auch nur so zugeschaut haben. Man muss ja nichts im Chat schreiben. Wir sehen uns dann im nächsten Stream wieder.
Bis dahin. Und ciao. Oder auf Discord oder in einem anderen Video oder wo auch immer. Okay. Ciao.